Die Föderation wächst und gedeiht und damit geht's weiter in Star Trek New Horizons. Ich bin Jens, das hier ist hineingestolpert. Ja, wir müssen in dieser Folge. Wir haben ja bisher mehr Diplomatie gemacht, ein bisschen ausgebaut, ein bisschen die Flotte gestärkt. Wir wollen mal richtig einsteigen. Hier haben wir die Romulaner. Ich würde die Romulaner in unserer Nähe als die größte Gefahr werten. Klar, wir haben ja auch noch die Cardassianer. Aber über die mache ich mir noch gar nicht so die Sorgen. Die Klingonen sind hier unten. Da weiß ich nicht, inwieweit denen ihr Reich noch bis hier geht. Ist auch noch nicht das, worüber ich mir den Kopf mache. Worüber ich mir Sorgen mache, sind die Romulaner. Das heißt für mich... We may offer more than marginal improvement. Ich will mit den Nachbarn... Ich will sie quasi beschützen. Und jetzt müssen wir mal gucken, inwieweit wir diplomatisch bei den Leuten vorankommen können. Sie sind momentan freundlich gestimmt. Ja, wir haben viele Leute auf Erstkontakt. Ja, da müssen wir uns in der Hinsicht noch gedulden. Wir können aber ein Handelsabkommen anbieten. Und tauschen schon mal Sensoren und Kommunikation. Ich will ihnen gefallen und sie kriegen dafür von mir... Was haben wir denn massiv im Überschuss? Wir hätten Mineralien. Braucht ihr Mineralien? Anscheinend ja. Ihr kriegt mal von mir 30 Mineralien. Together we can operate at superb efficiency. Da hätten wir die Benziten schon mal. Die Chironiten. Da machen wir einfach mal Austausch, Kommunikation und wir geben gegenseitig unsere Sensoren. Dann mal schauen, ob wir die an uns binden können. Und dann müssen wir zusehen, dass wir hier diesen Bereich uns sichern. Ich hätte nämlich gerne hier in einem dieser Systeme auch so einen Außenposten gegen die Romulaner. Das wird so ein wichtiger Punkt für mich noch werden. Oh, sie haben angenommen. We may offer more than marginal improvement. Sehr schön. Monkadir Sablisur. Was kommen denn da? Cindy! Der Cindy-Rat! Ich dachte, das hätten wir beigelegt. Monkadir Sablisur. Da müssen wir doch mal gleich rein. Da werden die Grenzen geschlossen. Wir wollen ja da konsequent sein. Ich werde bei den Romulanern. Ah, ich kann keinen Botschafter entsenden. Wir werden aber auch bei den Romulanern mal die Grenzen schließen. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen, ne? Das kann zwar für ein bisschen böses Blut sorgen, ist mir aber relativ egal. Monkadir Sablisur. Loyanische Kommission. Ich komme mit Grüßen von Sekretärin... Calculator Octagon, dem unumstrittenen Herrscher von Lorianische Kommission. Respektiert unsere Grenzen und haltet euch aus unseren Angelegenheiten raus. Dann werden unsere mächtigen Flotten vielleicht von einem Besuch eurer Welten absehen. Wir haben kein Interesse am Konflikt. So, da haben wir da oben schon mal ein bisschen Ordnung gemacht. Ja, was heißt Ordnung gemacht? Wir haben einfach die Spielregeln. Survey complete. Das Epsilon-Ceti-System haben wir voll erkundet. Die Volga ist frei. Die schicken wir dann mal da hoch. Es fehlen 20. Aber bewegt die schon mal hin. Das wäre nämlich ein schöner Posten. Da könnte man nämlich irgendwann vielleicht mal die Orioner. Dann ein Punkt, den ich ganz vergessen habe. Eine Reform. So, ich bin hier gerade bei den Richtlinien. Wir haben ja auf dem Mars das Problem. Da kommen wir nicht ran. Und die hätte ich gerne.
Deswegen werde ich mal meinen Eingriff in Zivilisation ohne Überlichttechnologie will ich ändern hin in aktive Einmischung. Wir können sie dann zwar nicht erobern, aber wir könnten uns zeigen und könnten direkt Kontakt mit ihm aufnehmen. Da könnten wir dem Mars auch die Überlichttechnologie geben. Und dann hätten wir das da ein bisschen einfacher. Das wäre schon mal interessant. Gut, das haben wir soweit. Da haben wir schon die nächste Forschung. Verbesserungskosten Schiffe minus 25%. Sehr wichtig. Vertrauenszuwachs plus 10%. Immer gut. Immer gut. Sag mal, warum ist ein Tau C die nicht voll erkundet? Weil die Trill da sitzen. Die Trill haben in unseren Reihen frecherweise. Unglaublich, unglaublich. Aber ich sehe gerade, wir haben viel zu wenig Einfluss. Da müssen wir eigentlich auch mal ran. Oh. Hier können wir uns ein bisschen entwickeln. Was haben wir denn hier Feines? Komm, wir zeigen uns mal. Ihr habt euch kurz vorher erst abgespaltet. Wieso seid ihr jetzt überrascht? Wir teilen mit denen mal, was wir haben. Ich will die bei uns drin haben. Und ein Wirtschaftspakt. Ich will die ganz eng an uns binden. Und dann bauen wir hier mal Spionagenetz auf. Ein Andorianer kann ich bei Terror Prime bestimmt nicht hinschicken. Ting Sima. So. Regierung infiltrieren. Ich will den Planeten haben. Ich will den Mars haben. Wir haben jetzt uns offenbart. Sie passen sich uns an. Wirtschaftlich sind wir eng geschlossen. Und ich hoffe, dass wir auf dem Wege sie kriegen. Wir haben wieder eine Technologie erforscht. Hm. Monatliche Einigkeit plus 5%. Erlassfonds plus 50%. Neue Erlasse? Nehmen wir. Nehmen wir. Ach, da haben wir die Sensorverbindung verloren. Oh. Können hier weitermachen. Ich würde schon in Sachen Föderation was tun. Mehr Vertrauen? Oder wie sieht es denn hier aus? Kostengebäude minus 5%. Das hat mich überzeugt. Da gehen wir mal weiter in die Richtung. Technology discovered. Wieder eine Forschung abgeschlossen. Distriktverbesserung Forschung. Sehr schön. Gehen wir auf Pause. Pulsphasenkanone. Das klingt spannend. Ja, das ist nicht so interessant. Ich sehe gerade, hier ist ein Forschungsschiff frei. Da ist auch ein Schiff frei. Wie sieht's mit dem... Die Bob ist da unterwegs. Ne, die Bob holt... Epsilon Ceti. Das ist das wesentlich interessantere System aktuell. Ja, wenn ich da nur mehr Einfluss hätte. Ja, der Krieg interessiert mich nicht. Das ist für uns auch nicht interessant. Das Problem ist, ich habe noch nicht so viele Möglichkeiten. Hier sehe ich in irgendwo Tellerbar. Oh, hier können wir aussteigen. Wieso sehe ich den Bildschirm jetzt erst? Nein, da wollte ich nicht hin. If we back down now, everything we fought for is meaningless. I doubt that war can be avoided this time. Wie kam ich nur auf den Bildschirm eben? Ach hier. Ich kann hier. Ah.
Ah. Wir können Gebäude bauen auf den Mitgliedswelten, also auf den Vasallenwelten. Hier können wir plus 4 Energiecredits. Planetares Energienetz fehlt uns natürlich noch dafür. Föderationsbotschaft. Wäre interessant. Ach, nur für Einigkeit. Das bringt mir noch nichts. Ich würde mal sagen, hier bauen wir eine Sternenflottengarnison. Gut, das zu wissen. Ich wusste nämlich nicht, dass ich da Gebäude bauen kann. Hier, Teller Prime. Wie sieht's hier aus? Produktion 48. Macht aus der Einigkeit von Untertanen Einfluss für den Lehnsherrn. Bringt hier aber, glaube ich, auch noch nichts, oder? Sieht's ein... Oh, hier ist aber die Kriminalität hoch. Wir müssen mal gucken, womit wir... Kann ich hier irgendwas machen, was die Kriminalität senkt? Ja, auch hier wieder die Sternenflottengarnison. Ja, werden wir auch mal machen. Ist mir jetzt uninteressant. Das kann ja echt nicht der Hauptplanet gewesen sein, oder? Sehr erbärmlich. Wirklich faszinierend. Aber wir gucken mal hier. Wir haben 21 Wohnungen verfügbar. Benötigte Wohnungen für Einwohner 25. Ach, wir haben Überschuss. 21. Man muss sich ja auch irgendwann mal das erste Mal mit allem im Detail beschäftigen. Dienstleistung ist okay. Verfügbare Jobs. Keine Arbeitslosigkeit. Wir können eh nichts bauen. Wir haben kein Material. Also brauche ich hier gar nicht weiter gucken. War toll. War schön. Wir haben wieder was gelernt. Weiter geht's. Shuttle-Absturz auf Miri. Während einer geheimen Mission auf der Oberfläche von Miri wurde eines unserer Shuttles von einem Geschwader Atmosphärenjäger eines örtlichen Nationalstaats abgeschossen. Der Antrieb des Shuttles wurde von einem Glückstreffer mit einer Rakete ausgeschaltet, woraufhin der Shuttle in einer entlegenen Wildnis abstürzte. Wenn wir etwaige Überlebende retten möchten, bevor die Zivilisation ohne Überlichttechnologie die Absturzstelle erreicht, müssen wir rasch handeln. Sämtliche Hinweise auf unsere Anwesenheit müssen entfernt werden. Log updated. Alles klar. Aber wir machen erstmal kurz die neue Forschung. Oh, mehr Nahrung. Oh ja. Nahrung ist immer gut. Hier ist das. Was wollen sie? Wissenschaftler. Wir sollen einen Wissenschaftler entsenden. Ja, das müssen wir eigentlich schon tun, ne? Kann ich inzwischen? Ja. Ich kann eine Außenbasis bauen. Ah! Ordnung auf PGM wiederhergestellt. Da hatten wir ja Probleme mit der Kriminalität. Deswegen habe ich ja da auch die Polizei gebaut. Sehr schön, da geht's wieder voran. Und wir haben eine neue Kolonie gegründet. Alter, hier, Prime! Grenzkrankenhaus wäre natürlich interessant. Lithiummine. Wir bauen eine Lithiummine. Auf Altair Prime wird eine Lithiummine gebaut werden. Das finde ich klasse. Und ich will da einen Gouverneur einsetzen, der am besten die Produktion erhöht. Latinum-Produktion kann er erhöhen. Einigkeit von Jobs, Stabilität plus 10, monatlicher Einfluss plus 10%. Ach komm, wir geben Duncan Dixon mal eine Chance. Kümmere dich mal drum, mein Freund. Also haben wir hier mehr Physikforschung, mehr Energie-Credits. Auch interessant. Es wurde ein Notruf erkannt, der von VTR 094 im Macmillan-System stammt.
Wir entsenden mal ein Rettungsschiff. Wo ist das Macmillan-System? Ach, das System ist auch vollständig erkundet, aber auch da fehlt es wieder an Einfluss. Ja, komm. Wir haben ja wieder eigentlich expandiert die diplomatische Reichweite bis zu den Nachbarwelten. Den bietet an, einen Streit zu schlichten. Die Nobolanische Vereinigung den Beitrittsprozess überprüfen. Ja, dieses Mal werden wir mal die diplomatische Reichweite erhöhen. Das primäre Ziel der Föderation ist die friedvolle Koexistenz mit allen Rassen. Aus diesem Grund ist der Rat dazu bereit, viel Zeit und Materialien in die Verbesserung von Beziehungen zu benachbarten Welten zu investieren. Premierministerin Juan Sima hat Gouverneur Rassani Rivas von Andoria gebeten, das Komitee anzuleiten und eine Liste von Kandidaten zusammenstellen, auf welche der diplomatische Fokus der Föderation gelegt werden soll. Benziten, Trill, Cheroniten, Saurianische Liga. Benziten hatten wir ja gesagt. Da wollen wir mehr Kontakt zu haben. Schön, sie reagieren positiv darauf. Das ist sehr gut. Aber das werden wir mal machen. Ach, hier ist das Macmillan-System. Wer ist jetzt wer? Du bist da, die Leif Erikson sollte da runter. Ich schicke mal Valerie Tugenev nach Macmillan. Ich glaube, hier oben war doch... Ich schicke mal die Flotte sicher... Nee, wir schicken da keine Flotte, das ist unsinnig. Ich brauche ja... Gut, dich. Du... Rettest mal die Überlebenden. Ich gebe mal den zwei Missionen jetzt vor. Wir haben ja eh keine Möglichkeit momentan, die Föderation friedlich zu erweitern. Unsere Bemühungen, die Beziehung zum benzitischer Staatenbund zu verbessern, sind gescheitert, da Kanzler Sojus Hoja von Benza unsere Bemühungen als Zeichen der Schwäche öffentlich verspottet hat. Das ärgert mich. Wie? Das ist ja wohl ein Witz. Ich habe da genug monatliche Einnahmen. Iridianische Liga und Regelianische Konsortium wollen eine Föderation gründen. Da haben wir wieder ein System erkundet. Ja, ich weiß, da wäre viel Interessantes dabei. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht und wir haben eine neue Forschung. Die Pulsphasenkanone. Deuterium Collector. Genau. Juan Sima hat die besten Chancen momentan. Da werde ich mich mal nicht einmischen. Ich glaube, da momentan haben wir keinen Kandidaten dabei, der uns richtig gefährlich werden kann. Unruhe reinbringen könnte. Ja, sollen die mal ihre Handelsabkommen und so weiter und Migrationsabkommen schließen? Die Wahlen kann ich nicht abbrechen. Und PGEM habe ich da müsste ich ja eigentlich eine Werft haben. Ja. Du kriegst nämlich dann auch mal je eins nochmal oben drauf. So. So, die Flotten wachsen weiter. Und ich bin jetzt eigentlich mehr gespannt auf die Technology discovered. Oh, Fusionstorpedo 3. Ships upgraded. Was machen wir denn mal? Bergbaustation, Produktion plus 10%. Immer her damit. Technology discovered. Nachdem wir die politische Führung der Menschen infiltriert hatten, haben unsere Agenten die Ankunft einer offiziellen Erstkontakteinheit vorbereitet. Es wird zwar keine Feier zu Ehren unseres diplomatischen Abgesandten geben,
Aber dennoch haben wir eine Vereinbarung mit den Anführern vom Mars treffen können. Der Planet wird in Vereinigte Föderation der Planeten eingegliedert. Der Mars ist zurückgekehrt. Dieser Terra Prime-Unsinn ist beendet. Oh, ist das schön. Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit plus 50%. Ist gut, ist gut. Technology discovered. Ja, wir müssen erstmal Pause machen. Jetzt. Ach, guck mal hier, der Mars. Hey, der Mars. Ja, der Mars kriegt jemanden an die Seite gestellt. Paulina Alvarez. Ja, willkommen. Kümmere dich mal drum. Was wollen wir aus dem Mars machen? Ja, also ich sag mal, schön ist es nicht. Wir bauen da Industrie. Und als erstes wird es einen Fusionsreaktor geben, weil da habe ich einen massiven Mangel. Der Terraform muss ich ja noch erforschen. Ah, ist das schön. Wir haben den Mars zurück. Ist das geil. Ich glaube, hier werden wir mal das Wachstum fördern. Ist schön. So, der Deuterium-Kollektor ist erforscht. Da gehen wir jetzt mal... Duodronischer Computer. Mehr Rechenleistung ist immer gut. Mars ist ja im Ausbau. Anker 2. Hat arbeitslose Bewohner. Das kann ich nicht dulden. Da haben wir bisher ein Geothermie-Kraftwerk. Komm, wir bauen mal ein Bunkernetzwerk. Ja, da sind wir erstmal. Jetzt warten wir mal die Spezialevents ab. An alien empire is making contact. Kushi Sato. Oh! That is our primary language. Beimer-Domänen. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ich könnte bald meine Schiffe verbessern. Oh, das hier ist interessant. Weg die schon mal dahin. Initiating communications. Special project complete. So, das sind die Patriarchat. Eine Botschaft? Ja, sehr gerne. Notruf. Bei der Ankunft an der Quelle des Notrufs in der Nähe von VTR 094 ist die USS Leif Erikson auf einen Frachter im Frachtdienst der Erde gestoßen. Als Antwort auf den Ruf erscheint der Captain des Frachters zerzaust und verletzt. Vielen Dank für die Beantwortung unseres Notrufs, Captain. Wir transportieren Erz vom PGEM und es scheint mit unraffinierten Chemozid kontaminiert worden zu sein. Es hat unseren sekundären Frachtraum zerstört und unsere Motoren beschädigt. Ein Ingenieurteam, das zum Schiff entsandt wird, ist schnell in der Lage, die Motoren des Frachters zu reparieren. Bevor er den Frachter verlässt, bietet Captain den Inhalt des beschädigten Frachtraums als Dank für die Rettung an. Während es für zivile Raffinerien schwierig wäre, das verbleibende Erz zu verarbeiten, verfügt Vereinigte Föderation der Planeten selbst über eine Reihe von Einrichtungen, die damit umgehen können. Ja, die Erde ist dankbar. Das brauchen wir doch gerade auch. Das ist wunderbar. Dann ist das Forschungsschiff hier auch durch. Was kann dann da hin? Und das wäre natürlich auch interessant wegen dem Energiequedits. Ah, wenn ich doch mehr Baumaterial hätte. Das starke Magnetfeld um Altair Prime hat die elektronischen Instrumente auf der Oberfläche schon immer gestört.
letzter Zeit war der Effekt auf unsere Computer aber besonders deutlich. Bis jetzt ist unbekannt, was diesen Anstieg bewirkt haben könnte. Aber wir vermuten, dass es nur vorübergehender Natur ist. Oh. Na ja, hoffen wir mal. Mehr können wir jetzt nicht machen, außer hoffen. Oh. Die Romulaner sind militaristischer geworden. Ist ja mal spannend. Erster Satellit. Unsere Langstreckenscanner haben den ersten Start eines künstlichen Satelliten von Miri aufgefangen. Er erreichte die Umlaufbahn und markiert damit den Beginn eines aufkeimenden Raumfahrtprogramms für die Zivilisation auf dem Planeten. Nach diesen ersten zaghaften Schritten in den Weltraum können wir damit rechnen, dass sie bald bemannte Einsätze starten und irgendwann schließlich auch interplanetare Expeditionen. Sie stehen kurz vor der Raumfahrt. Ja, geil. Du bist gerade auf dem Weg. Ich sehe gerade hier mal eine Stufe 1 Anomalie. Müssten wir eigentlich auch mal wen hinschicken. Hier hätten wir Magnesit. Das ist ein Spezialprojekt. Hallo? Der Spezialos Projektos? Da habe ich denn jetzt 2 Forschungsschiffe. Ach, weil da waren 2 im System. Du machst mir mal... Wir haben hier noch keinen Beobachtungsposten gebaut. Wie lange brauchst du noch? Hier ist noch einiges. Ich wollte ja Epsilon Ceti eigentlich mir noch gönnen. Aber ich werde das Produktionsschiff mal abberufen. So, wir haben erste Schritte gemacht. Wir erkunden weiter, wir dehnen uns aus. Wir haben ein paar interessante Events gehabt. Ich würde mal sagen, in der nächsten Folge schauen wir mal, wie es weitergeht. Ob es irgendwann mit den Romulanern clasht, ich hoffe es ja. Aber die Föderation sperrt sich momentan ein bisschen. Oder schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Lebt lange und im Frieden. Haut rein.